Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Welt wird immer digitaler und es ist Aufgabe des Staates, dass diese neue digitale Welt sicher ist. Deshalb muss der Rechtsstaat denen das Handwerk legen, die die Möglichkeiten der Digitalisierung missbrauchen. Hier gibt es eine Reihe von Handlungsfeldern. Heute geht es um ein sehr lukratives Geschäftsmodell, nämlich digitale Marktplätze, auf denen jedermann kriminelle Waren und Dienstleistungen wie Rauschgift, Waffen, Kinderpornografie anbieten und erwerben kann. Die hiervon ausgehenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit haben wir in Bayern schmerzlich erfahren müssen, als vor 3 Jahren bei dem Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen ermordet worden sind mit einer Tatwaffe, die im Darknet erworben worden war. Strafrechtlich, wir haben es gehört, können die Betreiber solcher digitaler krimineller Kaufhäuser kaum verfolgt werden, weil ihnen in Bezug auf Einzeltaten der Beihilfevorsatz regelmäßig nicht nachgewiesen kann. Es ist deswegen ein dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf, ist auch Aufgabe und Auftrag des Koalitionsvertrages. Ich begrüße da ausdrücklich, dass mein verehrter Kollege Peter Biesenbach einen gemeinsamen Beschluss der Justizministerkonferenz aufgegriffen hat und einen Gesetzentwurf eingebracht hat. Die Einführung eines selbstständigen Straftatbestandes für den Betrieb krimineller Infrastrukturen im Kernstrafrecht ist aus unserer Sicht unbedingt erforderlich. Wir begrüßen das ausdrücklich. Richtig ist auch für den neuen Straftatbestand die Ermittlungsmaßnahmen der Telekommunikationsüberwachung zu eröffnen. Uns geht dieser Vorschlag, den wir für gut und richtig halten, aber nicht weit genug, und das möchte ich kurz darstellen. Zum einen überzeugt uns nicht die Beschränkung des neuen Tatbestandes auf den Straftatenkatalog, denn es wäre zum Beispiel nicht strafbar, eine Plattform, die anbietet falsche Ausweise oder Visa oder sogar Auftragsmorde. Zum anderen glaube ich, dass bei diesem Thema ein Katalog per se ungeeignet ist, denn jedes Angebot im Internet, das auf die Begehung von Straftaten gleich welcher Art gerichtet ist, ist aus unserer Sicht gleichermaßen strafwürdig. Das Zweite ist, das müssen wir fachlich diskutieren, ist die Frage, ob durch das im Gesetzentwurf gewählte Tatbestandsmerkmal durch besondere technische Vorkehrungen besonders gesichert, ob das das Darknet überhaupt erfasst. Denn der für den Zugang in das Darknet erforderliche, aber auch ausreichende Tor-Browser ist offen und kostenlos im Internet für jedermann zugänglich. Von einer besonderen Zugangssicherung kann man deswegen aus unserer Sicht nur schwer reden. Drittens wäre aus unserer Sicht auch die Beschränkung des Tatbestandes auf den Betrieb von kriminellen Infrastrukturen im Darknet auch nicht sachgerecht. Völlig klar, das Darknet ist der Hauptanwendungsfall, aber es gibt auch andere auf Kriminalität ausgerichtete Plattformen, die im öffentlichen Internet agieren. Auch das ist aus unserer Sicht strafwürdig. Und viertens, wir finden es gut, dass die Ermittlungsmöglichkeiten, die Telekommunikationsüberwachung ermöglicht wird. Aber das ist aus unserer Sicht auch nicht ausreichend. Sowohl die Plattformbetreiber als auch die Anbieter handeln ausschließlich im digitalen Umfeld. Und für die Ermittler brauchen wir deswegen auch ausreichende digitale Ermittlungsmöglichkeiten. Die Ermittler benötigen deswegen nicht nur die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung, sondern aus unserer Sicht auch zur Online-Durchsuchung und natürlich auch zur Verkehrsdatenerhebung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns gilt der Grundsatz Freiheit im Internet ja, aber keine rechtsfreien Räume. Wir brauchen ein zeitgemäßes Strafrecht. Unser Rechtsstaat muss auch im Internet stark sein. Deswegen begrüßen wir die Initiative ausdrücklich, haben aber Änderungsvorschläge gemacht, um das geplante Gesetz noch besser auszugestalten. Wir bitten um Zustimmung. Dankeschön. Besten Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich weise die Vorlage dem Rechtsausschuss.